So, Messerrunde. Seiten Wall of Train, meistens sehr, sehr CT-lastig. Also die meisten gehen dann nach dem Gewinn der Messerrunde auf den CT-Call. Das sieht nicht gut aus. Sprite überlebt mit allen 5 Mann die Messerrunde und darf sich damit aussuchen. Stay or Switch. T-Side, CT-Side. Und sie gehen natürlich auf den Switch, starten also auf der bereits angesprochenen CT-Side. Und somit geht's los mit der ersten Runde. Wir sehen Sprout mit 4-mal Kevlar, einer Smoke, einmal Flash und einer PTO-50 für Natural Suffix. Bright und ebenfalls 4-mal Kevlar, einmal Kit und eine Smoke. Wir sehen Reeds alleine auf der B-Side. Und das sind Morals hier, ja, so ein bisschen Richtung Connector jetzt zurückzieht. Sie gehen sehr früh auf einen, ja, vielleicht fast schon 2, 3, 4-mal B-Hold. Und der Morals, der jetzt schnell verschiebt. Und Sprout wartet noch. Vielleicht ein bisschen mit Dennis Innocent auf A faken. Nein, jetzt geht's direkt runter. Erster Entry sitzt. Nato Safix. Mina ist noch defensiv mit der USB. Ah, bekommt auch den Headshot gerückt, aber oben steht noch Reese. Währenddessen die Rotation komplett rüber Richtung A-Side. Geht Exos angeschossen. 7 HP. Reese alleine. Der muss hier ins 1 gegen 4. Ah, das ist unlucky. Tja, schön gespielt von Sprout. Immerhin noch ein bisschen Schaden. Immer noch ein 1 gegen 3. Kein Kit in der Hand aktuell. Reese kommt close, Innocent. Passt auf. Die erste Runde geht dementsprechend erfolgreich an die Jungs von Sprout. Zweite Runde. Pistol, Kevlar. Anti-Eco bei Pride. Wir haben Doppel-Diegel, Doppel-CZ, eine Smoke, eine Granate. Baut sich wieder breit auf. Hinten Richtung Ivy. Main Richtung B. Ja, da steht sich Reese schon close oben an die große Rampe hin. Innocent mit Molotov. Erstmal ein bisschen zurückdrängen. Und Pride natürlich mit den Pistols only close distance. Ja, also die kurzen Ecken abaimen. Versuchen mit den mobilen CZs da 5-6 schnelle Schüsse reinzufeuern. Exos am Eis der Diegel. Versucht's mal gegen Metal Suffix. Ja, hinten erster Trade im Dropper. Dennis holt sich ebenfalls Tom raus. Exos muss jetzt aufpassen, muss Main und Ivy schauen, währenddessen auch Minice mit rüberkommt. Schaut für den Dropper, Innocent ist da. Nexus sneakt sich langsam rum, währenddessen die Steps von Innocent hört. Hat eine gute Position, aber schaut dann eher Richtung Main rein. Reese alleine gegen 3-4 Mann und aus Innocent. Na, schafft er nicht ganz, ihn rauszunehmen. 30 HP left, auch die zweite Runde. Erfolgreich in den Händen von Sprout. Und jetzt eben geht's nochmal an die Pistol Eco für Pride, bevor es nächste Runde zum ersten Mal in die Fullbar Round geht. Wir sehen 5-mal ASEC. Innocent mag das schon schnell raus. Jawohl, erster Entry sitzt. Hinten kommt Minice close. Hat die versuchen, so ein bisschen auf die Long Distance. Jetzt defensiv am Bomb Train zum ersten. Exos, zum zweiten reicht's nicht. Auch Reeds hat er kein Glück mehr. Also ein guter Start für Sprout im dritten Match der Season. 3-0 Führung. Und jetzt eben geht es zum ersten Mal auch für Pride in die erste Buy-Round rein. Wir sind die Orb auf Minice, ohne Kevlar, eine Granate dabei, der Rest mit M4s, Kevlar, ein paar Nades, aber kein einziges Defuse-Kit. Muss also schauen, dass man Sprout dementsprechend aufhält, die Bombe möglichst nicht in Richtung Bombsite bringen kann. Marvels dürfte die ersten Schritte Richtung B gehört haben. Reed zieht sich etwas defensiver zurück. Erstes Smoke kommt in Richtung kleine Rampe. Sieht große rauslaufen. Bombe ebenfalls gespottet worden. Rotation kommt in den Connector rein.
Überall hagelt Smokes, Flashes und das Ganze natürlich dementsprechend zu delayen. Bombe ist gelegt worden. 5 gegen 5 Retake und Crystal geht hier offensiv rein. Minas ist da. Passt auf von oben. Reese. Long Distance. Immer noch ein 4 gegen 4. Wieder Granaten raus von Spawn, die sie noch haben. Molotovs, ein paar Flashes noch in der Hand. Und dann kommt von hinten schon Dennis aus dem Connector raus. Schön gemacht. Exos, Minas müssen in beide Richtungen schauen. Minas. Na, versucht sein Close am Baumtrain. Ja, aber dann sind die AKs von allen Seiten gefühlt dann einfach deutlich zu stark. Sprout auch mit dem Gewinn der ersten Byron von Pride. Und damit heißt es nochmal Pistol Eco Round. Innocent wieder alleine in den Main raus. Und da kommt Mina ist schon close. Versucht wieder Deagle. Netto Suffix ist da. Ja, bislang war ein bisschen Schaden, dass sie machen, aber für einen Frag reicht es noch nicht ganz. Ja, stellt sich Overnight natürlich nur CZ. Kein Kevlar, keine Granaten. Crystal auf 60. Innocent auf 23. Versucht es hinten Richtung Main. Ah, den Step. Den könnten sie gehört haben. Das FX. Peak da mit der AWP rein. Gesehen. Trifft den Shot nicht. Kommt wieder zweit. Zweiter Schuss sitzt dann. 5-0 Sprout. Und das ist mal eine ordentliche Hausnummer. Pride. Eigentlich auf der starken Seite auf Train, auf der City-Side. Na, bislang hat man da sein Glück noch nicht finden können. Vielleicht jetzt, im zweiten Versuch, im zweiten Full-Buy-Modus. Wieder mit der AWP auf Minas. Den Rest mit M4s, Kevlar, Granaten. Diesmal auch zwei Defuse-Kits bei Reese und bei Exos. Und der ist gesehen worden. Von Dennis Info hat man. Ja, Minas schaut dann mit der AWP mal nach. Richtung MTW, Richtung Sandwich. Speedy kommt rum. Minas. Schöner erster Shot. Vorteil für Bright. Den müssen sie auch weghalten. Morris unten close. Schafft nur einen. VP pusht die Speeds durch, während das oben Tom noch extrem viel Schaden macht. Innocent. Nettos FX. 1 gegen 4 Unterzahl. Oben verbrennt Tom. Schaut da in Richtung Connector. Muss damit rechnen, dass vielleicht Reed schon unten in Richtung T-Spot durchbohrt. Schießt erfolgreich in die Smoke rein. Und das ist dann endlich die erste Runde auf dem Konto von Pride. Ja, hat sie relativ weit rauslaufen lassen, Sprouts. Waren hinten Richtung Olaf, Richtung MTW raus und dann eben mit der Position der AWP hinterm Bombtrain das Ganze wunderbar ausspielen können. Natürlich kommen dann die beiden Frags vorne vom Dropper nochmal mit oben drauf. Jetzt heißt es anknüpfen. Sie gehen auf die Doppel-AWP, Exos und Minas. Dessen Sprout wieder schnell unterwegs ist Richtung B-Side. Crystal macht den ersten Anfang. Reeds, na, der hört die ersten Steps, weiß, dass sie oben kommen können. Crystal kommt los, holt sich irgendwie diesen Entry. Und dann gibt es die Rotation gerade von der AWP. Interceptix war schneller. Und wir sehen es und bricht das Ganze sehr früh ab. Dennis schafft es nicht mehr als einiger Spieler auf der A-Side. Wir haben eine 4 gegen 3 Überzahl. Und Pride bereits auf dem Weg zurück. Hinten Richtung Ivy, Richtung T-Spawn, Waffen durchbringen. Und da könnte gerade Speedy noch so einen Schritt, noch so einen Strich durch die Rechnung machen. Natürlich weiß er, da sind vielleicht noch AWPs im Spiel. Exos ist nicht blind. Ah, schon hat er sicher. Aber mehr will man nicht mehr riskieren. Aber Exos macht es noch ein bisschen teuer für Sprouts. Natürlich, die gewinnen die Runde, haben das Geld auf der Bank. Also nachkaufen ist da erstmal kein Problem. Aber wichtig gewesen, dass man hier Pride keine zwei Runden in Folge gönnt. Und dementsprechend auch dort die Economy wieder entsprechend gering ist. Die Force will ich rein mit den 2-3 gesicherten Waffen. Wieder der breite Aufbau. Diesmal hinten Richtung B, zu dritt Richtung Ivy.
Da steht Exos mit der ersten Mates. Ja, macht ein bisschen Schaden gegen Nitosafix. Und ein Morals an der Leiter. Innocent, er ist im ersten Molotow. Könnte ihn rausforcen. Erster Molotow kommt. Zweiter. Ein bisschen später. Maul smokt sich ab. Brennt also erstmal nicht an. Hinten eine Bombe aus. Exos durch die Smoke. Schafft er nicht ganz. Wir haben nur plötzlich ein 3 gegen 3. Mit jeweils zwei Frags auf beiden Seiten. Mina ist hinten. Schaut Richtung den Mauls. Ein bisschen Richtung Main, Richtung Ivy. Dann wissen wir, das ist schon durch. Da sind sie. Da ist ein MTW gelaufen. Dann kommt Christian von hinten. Mina ist kein Traden. Wir haben 2 gegen 2. Reeds hinten von der Grundlinie aus. Mina schaut Richtung Main und da muss Speedy aufpassen. Bombe in der Hand. Flashback kommt gut. Sauber gelöst. Und dann aber Reeds von der Grundlinie erfolgreich. Nicht mit Nettosafix, auch mit der AK dementsprechend. Und Point, was das Aiming angeht. 7. Runde Sprouts. Und da sind sie ganz nah dran an der Halbzeitführung. Gerade eben, nachdem man letzte Runde nochmal alles investiert hat, heißt es nochmal Sparrunde. Nochmal wenig Equipment, Pistols only, kein Käfig, keine Granaten, Flashbang. Ja, war gut für Dennis. Geht einfach mit der McTen durch. Mauers holt mal Diegel. Kommt nicht zum ersten Schuss. Tom und ein Leiter. Und ein Kevlar. Das Ganze dementsprechend aussichtslos gegen die AKs. Reeds. 1 gegen 4. Bombe ist gelegt. Peak to 50. Schau auf Richtung Bombe. Holt sich Crystal mit ein paar schnellen Shots ab. Innocent. Roll. Instant nachgesetzt. Zwölf hier gesetzt. 8. Runde Sprout. Die Führung in der ersten Hälfte. Die ist sicher. Und das auf der T-Side auf Train. Also bislang fast hier eine One-Man-Show von Sprouts. Dessen Pride nochmal alles investiert hat. Man braucht irgendwie mehr als eine einzige Runde auf der City-Side. Nettosafix abgesmockt unten der Leiter. Tom spielt das Ganze close. Dennis. Oh, die Flashbang ist gut. Innocent blinkt. Dennis kann zum Glück irgendwie traden. Hätte Tom 2 Frags haben können. Hat nur für einen gereicht. Oh, es geht durch den Molotov durch. Schön gemacht. Und erst noch Speedy. Der muss hier vier Mann ran, holt sich immerhin Minice ab, der 2 gezogen hat. Aber hinten steht noch Reeds. Ja, von oben hinter dem Bombtrain. Speedy legt offen, das sieht Reeds. Kann den Kill entsprechend setzen. Bombplant geht durch, also immer ein bisschen extra Geld oben drauf für Sprouts. Aber immerhin 2. Runde für Pride und die war wichtig. Jetzt heißt es wieder anknüpfen. Sie brauchen Runden in Folge. Sie haben sich zur AKs gesichert, was vielleicht ein kleiner Vorteil sein könnte. Reeds wieder auf B. Und Sprouts mit 3 Mann wieder Richtung Ivy. Nettosafix in Anfang mit der AWP. Da kommt Exos schon gefährlich nach vorne. Und da kommt offensiv rein. Der muss eigentlich haben. Kommt gegen Nettosafix zum ersten Exos. Im zweiten reicht es nicht gleich. Ja, Tom! Na, auch der fällt hinten Ivy raus. Reeds vor der B-Side. Schöner Hedgehog gegen Innocent. Ja, mein ausgeglichen ist 3 gegen 3. Sprout pusht hinten Ivy durch Richtung Grundlinie. Steht aber schon Minais mit der Orb. Der kommt, scoped unglücklich daneben. 2 gegen 3 Unterzahl. Ah, Morals sind alleine gelassen worden von Reeds. Da schafft es nicht ganz. Dann ist 2 HP. Hat er vielleicht auch ein bisschen Glück dabei. Geldtechnisch. Maximal 3-4 bei Pride. Der Rest. Ah, maximal haben wir da 2 auf Mina, ist der Rest unter 1000. Und von daher sehen wir es schon. Die Waffe, die muss durchgebracht werden. Man kann sich's nicht leisten, noch mehr Pistolekos zu spielen, eigentlich. 9. Runde für Sprout. Pride schafft das
erneut nicht zwei Runden in Folge zu holen. Das ist bitter. Das ist so bitter für die Polen. Forst nochmal alles rein. Mina ist mit einer Orb. Eine Farmers bei Exos. Doppel-CZ bei Reeds und bei Tom. Und Sprout wieder auf dem Weg schnell Richtung B, Richtung Leiter. Hat erstmal abgebrochen. Reeds zieht sich zurück. Hört die Steps Close for Innocent. Hat eine gute Position. AK Braden. Für den zweiten reicht es nicht mehr. Vielleicht ja, Mina ist mit der Orb. Und er verschießt gegen Dennis. Und den Shot, den hätte er treffen müssen. Das wäre die Chance gewesen auf ein 3 gegen 3 Retake mit dem Defuse Kit auf Exos. Und da kommt er spät, schafft das gegen Dennis irgendwie. Und unten wartet Crystal hinterm gelben Zug darauf, dass hier Pride nach vorne kommt. Ist gesehen worden, zieht sich zurück. Exos versucht es, aber hinten ist Natus FX mit der Orb. Und alles liegt an Tom. Steps in den Close. Crystal kommt von der Seite. Und Sprout spielt das einfach nur extrem sicher runter. Keine Chance für Pride mit 3 Rifles und 2 Pistols. Bereits jetzt zweistellig Sprout. Nach den ersten 12 Runden in der ersten Hälfte. Pride nochmals in der Eco-Round. Vielleicht mit dem P250 auf die Close Distance. Reeds, Exos, instant alleine. Von 2-3 Mann gedoppelt worden. Exos versucht Long Distance gegen Speedy. Immerhin zum ersten, aber mehr ist nicht drin. Und Sprout marschiert hier einfach nur durch. Was anderes kann man da leider gerade nicht sagen. Pride, sie versuchen es. Der Wille ist da. Aber das Aiming, das ist gerade nicht mal ansatzweise auf dem Niveau von Sprout. Ah, diesmal etwas offensiver VB. Minais mit der MP9 könnte vielleicht Glück haben, denn oben steht noch Crystal und der rechnet nicht mit ihm. Minais! Ah, Timing sitzt. Immerhin ein Trade gesetzt worden, währenddessen auf A-Exos auch von Netosafix getradet wird. Man zieht sich erstmal ein bisschen zurück, defensiv am Bombtrain, hinten Minas an der kleinen Rampe. Wir sehen Sport aufgeteilt, geht vorbei am Ivy. Netosafix ebenfalls auf dem Weg Richtung B. So, die Steps, die kann Hülse mal hören, kann ansagen. Tom muss einmal kurz rotieren. Olatsov kommt Richtung Connector. Rotation ist also erstmal noch ein paar Sekunden abgekappt. Und dann kommt Speedy. Ganz langsam. Sneaky Beaky mit dem Backstab. Reeds hört unten den Scope der AWP. Dann kommt er raus. Sieht einer, sieht zwei. Stimmt, okay. Speedy. Erst mit 1 gegen 2 Unterzahl. Bombe ist, na, etwas für ihn gelegt. Speedy, sie wissen nicht, wo er rauskommt. Jetzt kommt er, holt den ersten Mann raus. Granate kommt gut. Na, trotzdem glücklich ab. Und dann einfach von der Seite reinpieken. Letzte Runde in der ersten Hälfte. Doppel-Scout, Doppel-Farmers, eine Deagle. Crystal auf dem Weg hinten Richtung Ivy. Ja, da steht John mit der Scout, schaut Richtung Olof, holt sich Innocent. Ja, Anschluss runter auf 30, jetzt der Frick gesetzt. Dann sneaken sie sich Ivy konsequent nach vorne, machen keinen einzigen Step. Jetzt erst gesehen worden, Crystal ist raus, onside, Mina ist mit der Orb. Schaut, holt sich Dennis. Und weiß, da ist noch mehr am Olof. Wird ebenfalls Tom mit der Smog drin. Schafft es nicht gegen Netosafix mit der Orb. 1 gegen 3 Unterzahl. Und das sieht doch gut aus in der dritten Runde für Pride. 13 Half Points auf Netosafix. Schaut hinten Richtung Stopper. Wie nice. Die Füße unten. Ja,
haben eine 12 zu 3 Halbzeit. Und die Frage, schafft das Bright, da jetzt irgendwie nochmal rauszukommen? Irgendwie die Pistole zu holen, denn die brauchen sie auf jeden Fall. Ansonsten wäre Sprout hier vielleicht fast schon sicher auf der 14., 15. Runde. Mal schauen, ob das Ganze bei den Polen jetzt so klappt. Wir haben eine Smoke, einen Molotow auf Minice. Sprouts mit Smoke und Kit auf Crystal. Geht hier auf den 3-Mann B-Hold, lässt A erstmal von Innocent und von Crystal gecovert. Pride jetzt ab in Richtung Main, in Richtung A-Side. Crystal muss aufpassen. Von links kommen sie. Innocent hat die Info. Die zweite Mann brennt an. Na, schafft gerade noch so weg, Crystal. Bisher kein einziger Frag für die Jungs von Sprouts. Bombe wird offengelegt. Innocent, schöne Position. Schafft rein. Netter Selfie von hinten jetzt. 3 gegen 3. Und das ist alles offen. Urplötzlich haben wir die Unterzahl wieder. Kit kann aufgenommen werden. Netter Selfie von zwei Mann unten gedoppelt. Speedy versucht es ebenfalls mitzuhelfen. Und obendrauf, Minice. Mit der Glock aus einer anderen Position. Trifft Speedy, trifft Metasafix, Exus. Schnappt sich beide. Und Pride überlebt erstmal weiter. Pistolrunde gewonnen, also die vierte Runde sicher. 12-6 sollte durchaus drin sein. Sehen, Pistols only. Innocent, Matosafix, mit Eagles, erstmal up-aim. Wir sehen komplett defensive Aufbau von Sprouts. Und dann geht's wieder los in Richtung A-Side. Speedy, den ersten. Sie zwei, drei Mann hinterm Baum, transitcht auf die AK, jawoll. Ah, die Shrek sehen relativ einfach aus. Metasafix versucht, dann kommt Minas Klaus mit der Scout. Und dann heißt es erst nochmal Pistol Eco. Nächste Runde gibt's die erste Buy-Round. Pride. Schaffen sie es auch gegen die erste Full-Buy-Round von Sprouts? Natürlich jetzt nochmal einfach gegen die Pistol Eco. Einfach drauf, Frag setzen, von Distance. Marktas, Nigandils ausnutzen. Und Speedy mit seinem Taser ist der letzte Mann. Rest schon rausgeflogen hinten. Na, dürfte Morris die Steps eigentlich hören? Speedy. Taser. Jawoll. Krieg ich ohne Kevlar. Jetzt kommen sie hinten schon. Nexus, Tom. Versuchen ihn noch so ein bisschen zu tracken, zu hunten. Aber Speedy versucht's in Richtung Ivy. Überlebt das Ganze erstmal. Also, nur noch 6 Runden Abstand. Pride mit der erfolgreichen 3 Runden in Folge in der zweiten Hälfte. Und jetzt eben geht's gegen die erste Byron von Sprout und da geht's direkt die Doppel-Op. Für Natosafix und für Dennis. Geht direkt mal auf den 4-1 Aufbau. Speedy alleine auf der B-Side. Pride mit 3 Mann unterwegs in Richtung B. Zu zweit hinten wartet man am Ivy mit Morals, mit Tom.
tastet sich langsam ran und da steht Innocent. Erstmal abgesmockt. Ein bisschen unglücklich für Dennis. Innocent schafft es sogar fast zu traden. Ah, Granate könnte gut kommen. Jawoll! Morals raus. Und Speedy alleine hinten auf B, hört die Steps. Ah, lässt sie onside crossen. Molotov kommt rein. Dann ist der Reeds da. Überzahl. Auch wenn Nexus ein bisschen anbrennt. Und dann ist Crystal mit dem Backstep. Die Bombe ist down und der Bomben ging nicht durch. Und dann kommt auch eben Netto Suffix mit dem Außenconnector raus. Ah, Mina sieht schon close. Werft es. Alles mit den Crystal. 1-3 Unterzahl. Bombe bereits aufgenommen worden. Klopft durch den Connector. Mina steht da mit der endet das Ganze ab. Weiß, dass der Crystal irgendwo kleine, große Rampe sein muss. Und schafft es also auch erfolgreich, die erste Buy-Round gegen Sprout zu bestehen. Kann mich nochmal ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen den Vorteil der AKs, der Granaten ausspielen. Und dessen Sprout das Ganze etwas offensiver angeht. Ah, steht Klaus unten in der Leiter. Für 2 vor B. Speedy, Dennis. Etwas offensiver. Vielleicht irgendwie den Frag ziehen. Crystal unten aus dem Jumper raus. Versucht sich einen Exos. Schafft das so immer zu oben stehen, bin als Klaus. Kann also traden. Dennis Suza holt sich erfolgreich Minais, vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen, die Economy von Pride entsprechend beanspruchen, holt sich auch noch Tom. Ah, und dann Reeds wartet erstmal ab, Morrison ist da, um das Ganze natürlich zu covern, hat den Cross, wenn Dennis rausgeht. Und dann hat er das Ganze. 12-8, der Vorsprung schrumpft von einem 12-3 auf ein 12-8. Nochmals Doppel-Orb, Dennis und Netosafix. Wieder Richtung Ivy, einer Richtung B. Ja, Reeds mit der ersten Granate Richtung Dropper rein. Macht wenig Schaden. Dennis dürfte ein bisschen Glück haben. Erster Flash kommt. Ja, jetzt blinden sich zurückziehen. Erstmal das defensive Positionieren. Nicht trauen, komplett rein zu pieken. Muss wieder ist das Ganze abaimt. Crystal weiterhin unten der Leiter und wartet drauf, dass sie runterdroppen. Vielleicht mit zwei Mann, wie man es ja durchaus kennt. Das machen sie auch. Morrison, Reed, weiter runter. Crystal, schön gemacht. Zwei schnelle Frags. Jetzt haben sie eben den Vorteil, die Überzahl, die sie gebraucht haben. Netto Suffix, oben auf dem Zug drauf. Ja, kurz geflasht worden, Exos schon raus. Schaut nochmal rein, holt sich Tom. Exos, Minais versuchen zu traden mit der Orb, mit der AK. Sie wissen, Ivy steht, Dropper stand vorhin Crystal. Und auch der Rest ist schon dementsprechend verschoben. Alle fünf Mann auf der A-Side drauf. Dennis mit der AWP spielt das Ganze close. Schaut mit dem Olaf. Holt sich dann auch noch Exos ab. Jetzt heißt es auch hier anknüpfen bei Sprout. Du kriegst nicht in den Economy Reset verfallen. Ja, haben durchaus noch Geld auf der Bank. 2 bis 3. Bis 3,5. Sprout von Crystal sieht da schon mal Morris rausgehen. Der vielleicht einmal Richtung Side. Zweimal, um dann hier noch ein bisschen davor zu gehen. Ivy, erster Entry gegen Innocent von Minais. Mentos Netflix muss aufpassen. AWP, oh, schießt daneben. Gepusht den No-Scope noch irgendwie glücklich. Speedy bereits ebenfalls close am Ivy an der Grundlinie hinten. Dennis kommt nach, um auszuhelfen. 2 gegen 4 Unterzahl. Und die Bombe kann schon gelegt werden. Ist auf der Bombside drauf. Links Morals raus. Speedy kommt jetzt hinten Richtung Ivy. Und da steht Exos. Nehmt das Ganze ab. Dennis bekommt einen Boost. Schaut. Ah, links, rechts. Aber wir müssen aufpassen. Immerhin noch Exit. Smog nochmal ab. Reads. Ah, und da bekommt Sprout erstmal keine weiteren Frags mehr in diesem Retake. Und damit geht's halt eben in den Doppelsafe der AWP. Und Pride
Schafft es auch hier erfolgreich, zwei Runden in Folge bei Sprout entsprechend abzuwehren. Und kommt wieder auf einen Zähler weiter ran. Auf ein 13 zu 9. Volles Investment. Braut will es nochmal versuchen. Auch jetzt hier die zwei Runden in Folge bei Pride aufzuhalten. Gibt eine Flash für eine Tosefix und der schaut oben, aber kommt zu spät. Speedy, ein bisschen unglücklich. Oben kommt er jetzt mit der AWP. Schöner, schneller Schock gegen Exos. Aber oben steht noch einer. Sie wissen, dass da oben große Rampe steht. Molotov einmal rein. Innocent, Dennis, alle sind hier verschieben. Crystal aimt noch so ein bisschen die Leiter ab. Und dann kommt der Moritz durch die Smoke in die Ecke rein. Schön gemacht. 3 gegen 3 Retake. Crystal Innocent, Dennis. Ah, der Molotov, der Force Tom hinten raus, der muss rausgehen. Und das ist perfekt gemacht von der Seite. Molotov geworfen, abgehend gewartet. Reeds alleine steht hinten. Hinter der Bombe am Bombtrain. Sie haben ein Kit auf Dennis und irgendwann müssen sie den Frag setzen. Reeds defensiv an der Ecke schießt in die Smoke rein. Na, Crystal. Zeit. Hilft noch reichen. Jawohl. Schönste in der Runde für Sprout. Alles oder nichts. Pride braucht die Runde, ansonsten wäre es Sprout sicher in der Overtime. Sie sind nochmal alles investiert. 2000 left auf Tom und auf Exos. Küster wieder close in der Leiter unten. Reeds aimt die Bisse, damit wieder nichts offensiv kommt. Innocent, Netter Suffix, aufgeteilt Richtung Ivy, Richtung Main. Und wir sehen Sprite. Sehr, sehr defensiver Aufbau. Jetzt mit drei Mann über Ivy, genauso wie Sprout das Ganze auch gemacht in der ersten Halbzeit. Und Reeds. Mal überall hinschauen. Abwechselnd Richtung B, Richtung Drop. Crystal. Schön einfach Main reingegangen. Ersten Trade gesetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Und Ivy, kommen sie durch. Netter Suffix haut hinten rein. Das ist ein Exos. Tom sich da langsam durchsneaken. Netter Suffix zum ersten. Könnte noch einer sein. Dennis ebenfalls hinten mit der Orb. Hat erstmal keine Gap in der Smoke. Aber die dürfte jeden Moment faden. Und dann ist Tom hier komplett offen und exposed. Ja, das ist die Möglichkeit. Überzahl, Reeds droppt runter, holt sich Crystal, bekommt Anschlussrunde auf 14 HP. Muss also jetzt aufpassen, ist One-Shot. Und alles eben liegt an Minais, der es nicht schafft gegen Netter Suffix. Reeds alleine, gedoppelt aus dem Connector und vom Bombtrain aus. Und das ist die sichere Overtime für Sprout. 15-9, ganze 6 Matchpoints und Pride hat gerade mal 3-8 auf der Bank. Voller Fokus auf Exos und auf Tom. Die beiden müssen jetzt die Headshots ziehen mit den AKs. Die müssen die Frags machen. Tom aimt unten die Leiter ab. Reeds etwas offensiver vor B. Da hat Speedy eigentlich eine gute Position. Schafft's aber nicht ganz. Dennis hat den Fuß unten gesehen. Bricht das Ganze ab. Schaut von oben drüber. Schön gemacht. Trade Kill sitzt. Und nur noch eine einzige AK, die jetzt zumindest aufgenommen wurde. Tom unten abgesmoked im Leather Room. Traut sich langsam raus. Holt sich Netter Suffix von der Seite. Und oben ist Innocent da. Flashbang kommt gut. Hinten aus dem Connector raus. Dennis. Minais 1 gegen 2. Und das mit 50 HP. Holt sich Innocent. Gute Position gehabt. Gutes Timing gehabt. Und Dennis mit der Orb. Schaut, sieht die Füße oben nicht. Oh, das kann die Chance sein für Minais. Dennis sneakt sich in Richtung Leather Room. Bombe liegt offen. Die muss Minais erstmal recovern.
Wartet. Schaut Richtung meine Step hinten gehört. Tritt den ersten Schuss nicht. Beat to 50. Jawohl, und dann war's das. Good game well played. Sprouts bezwingt Pride auf Train.